Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute zu einem Produkt, was ich schon öfters geunboxed habe, aber noch nicht in dieser Art und Form. Und zwar habe ich in, wie man es in der englischen Sprache sagt, ein Error Multipack gefunden. Dies ist ein Multipack, was Fehler beinhaltet, zum Beispiel ein Booster mehr hat oder ein Booster zu wenig hat. Und heute habe ich den Fehler gefunden, dass hier einfach eine limitierte Karte extra drin ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier insgesamt 5 Booster haben und davon nochmal eine limitierte Karte drin ist. Die haben einfach manuell neue hier raufgeklebt. Obwohl hier, es können ja jede der 14 Gold Limited Editions, die es in Deutschland gibt, da drin sein. Ihr seht, das ist in Euro, 4,99. Alles normal, die 5 Booster sind auch dabei, bloß der klebt nicht da oben. Bei Panini kann man die ja sonst immer sehen, die limitierten Karten, die da drin sind. Ihr seht, jetzt veröffentlicht unter Lizenz von Topps Deutschland GmbH, beinhaltet eine limitierte Karte. Ich weiß jetzt nicht, was das Falsche ist oder was da falsch gelaufen ist, weil das kann ja eigentlich nicht, werden die ja gewogen, bevor die aus der Firma gehen. Ich mach's mal ein bisschen auf. Weil eigentlich, wie gesagt, werden die ja vorher gewogen, weil die dürfen ja nur gleich schwer sein. Das gleiche ist mit den Displays und ihr seht, es ist ein ganz normaler 6-Karten-Booster. Kann auch sein, dass wir jetzt hier nur die eine limitierte und dann noch 5 normale Booster haben, aber das Problem ist natürlich, die ist jetzt hier festgebappt, das hat man bei den Boostern ja nicht. Und das ist wieder das altbekannte Problem des Tops und Panini Panzerklebers. Da man muss einfach die ein bisschen heiß machen, die Karte, aufpassen, dass sie nicht ankokelt. Am besten so bei einer Kerze halten und dann löst sich der Kleber, wird er flüssig, dann kann man den ganz easy abbekommen. Das habe ich schon öfters mal gemacht. Und übrigens, ich habe mir das Produkt auch nur gekauft, weil das die letzte limitierte Karte ist, die mir noch fehlt aus der aktuellen Serie. Die LE1, sonst fehlt mir glaube ich noch Harry Kane, aber den habe ich glaube ich, soweit ich weiß, getauscht. Und der war ja in England in der Mini-Tin zu bekommen, Gold. Daher war es ja auch nicht so schwer zu bekommen und auch nicht so teuer. Zum Beispiel Manuel Neuer kannst du in England glaube ich ja nur im Adventskalender oder im Online-Shop, hast du den beim exklusiven Bundle bekommen. In England gibt es ja noch weit mehr limitierte Karten bei der Champions League-Serie hier, weil es da ja noch Bronze, Silber und Gold gab. Da musstest du gefühlt viel mehr bestellen. Jetzt klebt der Kleber. Jetzt, ihr glaubt es nicht, einfach in meinen Beinhaken drin. Ist das eklig, Digga. Muss ich da erstmal nach der Aufnahme rausbekommen. Egal, ich muss jetzt einfach weitermachen. Mal gucken, ob hier noch ein Booster mit einer limitierten Karte drin ist. Das ist ein normaler Booster. Das auch. War es der unterste oder der oberste? Und sonst ist das ja ein echtes Error-Multipack, weil da hat man einfach eine Karte geschenkt bekommen. Ja, aufpassen, Hendrik. Ja, ist ein Aero-Multipack, weil das sind einfach 5 normale Booster mit jeweils 6 Karten und davon ist ja immer eine Special Card. Und man hat einfach hier die limitierte Karte einfach so reingetan, ohne dass man die Booster getan hat. Naja, natürlich besser für mich, weil man sieht, welche limitierte Karte das ist, weil ich sie auch brauche. Aber schlecht dafür, weil sie jetzt ein bisschen beschädigt ist. Ich hätte vielleicht damit spekuliert, bin ich ganz ehrlich, dass ich hier 2 bekomme. Aber haben wir nicht hinbekommen und jetzt seht ihr die 3 Booster Designs. Das Blöde, ich finde die Blister ja 7-mal besser, um ehrlich zu sein. Ich will immer die Blister bevorzugen. Das sind ja die 3 Booster Designs. Nochmal für die Booster Sammler, aber das müsstet ihr schon kennen. Und die Verteilung, ich weiß, es ist lange her, aber das ist die Verteilung. Ihr seht, ich hoffe, wir ziehen eine Club 100 oder mit viel Glück noch eine 2-Klinik-Jährige Karte. Soweit ich weiß, ist das hier hinten die letzte Karte immer die Limited Edition, die Special Card Limited Edition. Ich bin so auf Limited Edition raus. Codes behalte ich mir mal. Sind die schon abgelaufen? Ich glaube, die sind schon abgelaufen. Lasst mich mal ganz kurz schauen. Wo steht das? Da. 31. Juli 20, ja, ist ja schon August. Kann ich wegschmeißen, sind abgelaufen. Mist. Auf jeden Fall haben wir dann hier James Milner von Liverpool. Dann Tin Jedweil Leverkusen. Also das ganze Set, auch die Special Card, habe ich schon. Ich habe es nur wegen der neben gekauft. Nicht wundern, ich habe das Fenster auf, aber ja, ihr hört das glaube ich sowieso nicht so laut. Dann haben wir Muslera, Pongrasic, Dani Carvajal und unsere erste Powercard ist der Spieler der Saison in der Premier League mit Kevin De Bruyne als Man of the Match Card. Ich sehe es gerade jetzt ein bisschen schräg, so sieht es schon besser aus. Hoffen wir mal, dass wir noch ein paar Goldkarten. Oh, aber auf den Tricks sind wir schon so oft reingefallen. Das kann jetzt ein Messi,
als Club 100, 101, 101, Messi als Limitierte, Messi als Recordholder, Messi als Pro-Performer, Messi als Starspieler sein. Messi hat, glaube ich, hier 4 Karten oder 5 Karten. Dann kann es ein Griezmann sein als MVP. Ich weiß es nicht. Hoffen wir mal auf eine Club 100 oder auf eine limitierte Karte. Erstmal haben wir den Frankie de Jong, wo ich dieses Draft-Video gemacht habe, da hatte ich Messi auch dreimal und dreimal war es irgendwie eine andere Special-Karte, nicht der Club 100. Dann haben wir Frankie de Jong, dann Arkadiusz Milek, Carlos Soler, Jaroslav Rakitski, das Chelsea-Logo und es ist, ja, was habe ich gesagt? Es ist der Pro-Performer von Griezmann, das meine ich mit Pro-Performer. Messi ist nämlich MVP und wer war noch mal Man of the Match bei Barca? Ich weiß es gar nicht mehr. De Jong war Man of the Match bei Barcelona. Code kann man ja, wie gesagt, jetzt mit wegschmeißen. Das ist halt so der Nachteil bei den Codes, wenn man Produkte noch nach der Saison kauft. Eigentlich wäre die Saison ja ohne Corona schon längst vorbei. Dann hat die Codes halt gar nicht alle mehr. Und ich merke gerade, ich schmeiße die ganzen Booster in Müll, obwohl hier das nur eine Papiertonne ist. Ich muss die gleich wieder rausholen. So, ihr merkt, ich habe lange kein Unboxing aufgenommen. Ich bin ein bisschen unkonzentriert. So, dann haben wir Joshua Kimmich, Ander Herrera, Peter Gulaschi, Anthony Lopez, Sammy Khedira und da ist unsere Club 100. Nice! Emerick Laporte, 100 Club. Wohl einer der schlechteren Spieler aus dem 100 Club Team in diesem Jahr. Wird, glaube ich, nächstes Jahr oder diese Saison halt keine neuen Bild mehr bekommen. Ich sehe es gerade, das könnten wir gut alles ins Bild bekommen, wenn ich mich schlau anstelle. Momentan meine Kamera gefällt mir gar nicht. Ich will irgendwie eine neue haben, aber dann muss ich noch ein bisschen erstmal sparen und mir erstmal eine gescheite raussuchen. Was habe ich gesagt? Es kommt hier wieder Barcelona Forward. Und es kann halt wieder sein, dass es nicht der Spieler ist, auf den wir alle warten. Oder wenn das der ist, nicht in dieser Version. Wenn wir jetzt nochmal Griezmann ziehen, wäre schon bitter. Auf jeden Fall will das Manchester City Logo. Dann Gabriel, Osimhen, Vigino, Brun Larsen und, was habe ich euch gesagt, es ist Messi, aber als MVP, die schwächste der Lionel Messi Powerkarten aus dieser Saison. Und den letzten Pack, was gibt's da? Ja, Benfica als Mittelfeldspieler kann eigentlich schon nicht mehr so krass sein. Ich muss kurz ja, zur Seite legen, dass ich das nicht durcheinander bringe mit dem Müll trennen hier. Jetzt ist mein Opa ganz penibel beim Müll trennen. Dann haben wir Eriksen von Tottenham damals noch, Palomino, Koulibaly, Uronen, Alonso und Rafa Silva. Grüße gehen raus, vorhin als Tots gezogen im garantierten Tots-Pack. Jo, das war's vom Unboxing. Leider keine extra limitierte, aber dafür die extra Club 100 und die limitierte, wie gesagt, von Manuel Neuer, die mir noch fehlt, die letzte. Und somit habe ich jetzt zumindest die deutsche Version. Zu 100% vollständig. Der Kleber, wie gesagt, werde ich später mal mit einer Kerze erwärmen und dann kann man das ganz leicht abholen. Das ist so ein kleiner Insider-Tipp von mir als Sammler. Und wie gesagt, der Club 100, wie gesagt, so das Highlight, aber habe ich schon, kann ich bestimmt noch gut tauschen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr noch kostenlos hier abonnieren, hier eine Playlist ausschicken und hier ein empfohlenes Video. Wir sehen uns, haut rein und tschüssikowski.